Bist du überhaupt im Bild? Bin ich überhaupt im Bild? Ja, du bist im Bild. Du bist im Bilde. Setzen Sie sich mal ein bisschen gerade hin. Das macht der Valentin auch mal. Was soll ich? Ein bisschen gerade hinsetzen. Was heißt gerade? Deutsch. Brust raus, Bauch rein. Geht gut. Danke. Na, ist gut jetzt. Machst du nicht nass, du musst jetzt gefilmt werden. Eben. Wie sehe ich denn aus? Und hört auf, Sachen auf die Kamera zu schmeißen. Ich schmeiße hier geht das nicht. Den ganzen Tag, das ist furchtbar. Ich bin froh, wenn wir endlich einen großen Platz haben und die Kinder sind irgendwo und wir wissen nicht, wo sie sind. Die Kamera ist so weit weg. Jetzt müsst ihr alle mal den Bappen halten, dass die Mama was erzählen kann, weil sonst kann ich das alles nicht schneiden. Und dann waren da nämlich wieder mal Gäste bei der Doro im Rierhof. Und mit diesen Gästen musste ich dann diskutieren, weil es ging mal wieder um meine doch oft sehr persönliche Art, mit den Gästen in Kontakt zu treten. Weil ich nehme mir einfach die Freiheit heraus, die allesamt zu duzen. Mir egal, ob das ein Herr Professor ist oder ob das ein Herr Dekan ist oder ob das eine Frau Bürgermeister ist oder ob der 79 ist oder schon 85 oder 18. Die werden halt allesamt mal geduzt. Und dann kam nämlich die Frage auf, ja Mensch, wieso machst du denn das? Wir sind das nicht gewohnt, ne? Wir sind da so Berliner und wir sind da so voll korrekt und steif und bei uns sagt man sie. Was wollen sie denn? So, und deswegen erzähle ich euch jetzt mal, wie das läuft bei der Doro. Doro tells stories. Das ist nämlich so, dass das keinesfalls und unter gar keinen Umständen eine Herabstufung sein soll, gell? Ach, wenn was? Ich du sag. Weil, guck mal, ich komme ja aus dem hohen Norden, ne? Sieht man ja, Fischkopf und so. Stimmt, nicht ganz. Mütze. Hannover-Ecke halt da, ne, Christopher? Ah ja, Ecke, genau. Ecke, Hameln, Hannover, Hildesheim. Genau, da so im Dreh. Da kommen wir ja von weg, ne? Nee, im Eck. Und bei uns sagt man nämlich Ochsi, weil wir sind nämlich volle, sind wir auch so, ne? Ja, volle. So, steif und ernst. Ein Küsschen ist schon mal gar nicht drin. Ne? Ihr kennt uns Hallo? Ja, Umarmung, um Gottes Willen, wo kommt denn sowas vor? Ich weiß das heute noch nicht, man ob man zweimal oder dreimal küsst oder rechts oder links und wo man anfängt, wo man zu Ende macht. Nee. Muss man aufpassen, wenn man nicht in der Mitte trifft. Genau. Jedenfalls wird bitte schön Abstand gehalten und man sieht sich und jeder macht seinen eigenen Kehricht da, ne? Gut, da kommen wir jedenfalls her. Dann bin Ach, ich was? Vor vielen, vielen, vielen Jahren bin ich ja in Südtirol gelandet. Vor vielen, vielen Jahren. Viel. Das ist schon fast nicht mehr wahr. Da damals, war ich noch, als es die Zeit noch gar nicht gab. Gott, da war ich noch sowas von jung, ihr glaubt es gar nicht. Jedenfalls so jung warst du mal. In Südtirol gelandet. Habe angefangen hier zu arbeiten. Habe eine Chefin gehabt, die war nur einige Jährchen älter als ich. Die hat mich immer geduzt. Ach. Ja, aber ich hätte das im Leben, hätte ich das nicht geschafft, meine Chefin zu duzen. Das war einfach nicht machbar, nicht drin. Und jetzt ist es aber, wie gesagt, schon etliche Jährchen her, dieses Ganze. Ich habe jetzt verschiedene Chefs mittlerweile gehabt, verschiedene Kollegen, verschiedene Gäste, immer Gastronomie. Und bin jetzt, wie gesagt, seit einigen Jahren im Rierhof. Und im Rierhof ist es nun so, das ist einfach total familiär da. Ich darf meinen Chef duzen und meine Chefin, ich duze meine Kollegen, ich duze meine Gäste. Und dann haben mich die Gäste jetzt gefragt, ja Doro, warum tust du das? Bitte sehr, Sie, warum tun Sie dieses? Warum tust du das? Warum tust du mich? Und dann habe ich gesagt, meine Lieben, es ist so. Ich bin ein sehr herzlicher Mensch und meine Gäste sind meine Freunde. Und zwar, ich weiß, es gibt auch Arschlöcher drunter, was soll's, auch die müssen mal Urlaub machen. Und dann sind die halt die 2 Wochen oder wie lange sie im Rierhof sind, sind die meine Freunde. Und warum soll ich denn plötzlich meine Freunde siezen? Hallo, geht's noch? Ja, ist doch wahr oder was? Das geht wohl gar nicht. Ihr seid meine Freunde, ich duze euch. Und bitteschön, wem das nicht gefällt, wem es nicht passt, der macht bitte den Mund auf und sagt mir was, dann darf ich sie sehr gerne auch siezen. Hab ich kein Problem mit. Außerdem so. Ist es viel einfacher zu sagen, du Arschloch, als sie Arschloch. Ja. Ja, kann man, bitteschön, gerne. So, und jetzt einen Schwenk, weil wir haben ja Durst eigentlich, wollen wir ja total verkorkt sein, also eher entkorkt heute. Schickes Regenwetter haben wir, drum mein lustiger Aufzug. Christopher hat schon gesagt, so viel Farbe in so einem öden, grauen Tag. Stimmt, ich habe extra ein bisschen Farbe rausgenommen. Gut, wir trinken also ein Bier, so zur Abwechslung, weil wir sind ja Bierverkoster. Und zwar, Cut.
Mach einen Zettel draußen. Hast du abgeschlossen? Wegen der Fußgänger und Radfahrer. Die möchten gerne mal mit aufs Bild. Also, geht weiter. So, und dann waren da nämlich... Nee, Moment. Cut. Cut, genau. Psst. Psst. Oder Aufnahme. Take. Jetzt lass mich halt mal zum Wort kommen hier. 3, 2, 1. Und dann waren da nämlich wieder andere Gäste. Und zwar ganz andere Gäste, aber total andere Gäste. Mein Gott, haben die uns alle gestresst. Na Wahnsinn, war ich entnervt und entgeistert und überhaupt. Aber die sind einfach so, das ist so eine herzliche Bande, herzlich aber derb, aus Mittelfranken, aus dem Raum Fürth kommen die. Habe ich das jetzt gut gesagt? Fürth? Fürth? Fürth. Du Fürth sagt man hier, oder nicht? Fürth sagt man. Ist fast ein Schimpfwort bei uns, aber... Da drüben nicht. Da drüben nicht, da ist das ein Kaff. Ja, die waren so lieb und haben mir Bier mitgebracht. So ganz freiwillig, ohne dass ich sie genötigt hätte. Naja, fast. Also jedenfalls haben sie Bier mitgebracht. Und deswegen trinken wir das jetzt. Und wir haben gesagt, wir trinken jetzt das. Das soll es sein. Und zwar ist das ein Landweizen-Hefetrüb von Zirndorfer Brauerei. Habe ich gedacht, Zirndorf, schön und gut, klingt klein, kenne ich nicht, habe ich gegoogelt und so weiter, nachgelesen, nachgeschaut, Informationen gleich null. Ein paar Werbetexte gab es auf der Internetseite, sonst eigentlich gar nichts. Zirndorf habe ich allerdings herausgefunden, ist gar nicht Dorf, ist die Stadt. Ist sich nämlich Stadt Zirndorf mit, wie viel habe ich gesagt? 25.000. 25.000 Einwohnern. Also mal eben 8-mal so groß wie Klausen oder so. Und immer noch größer ungefähr. Als Brixen. Ja. Also eigentlich schon größer als unsere größte Stadt, aber ist gleich. Also Zirndorfer Landweizen. Was da jetzt wieder lustig war, hat der Christopher festgestellt. Ich? Guck da. Sieht man? Ja. Dann sieht man das so. Da. Ach so, ah, ja. Ja, da ist schon wieder ein Typ im Feld. Also scheint echt volle moderne... Nee, alte. Die gehen wieder auf traditionelle zurück. Ah, richtig. Früher, da die Italiener haben das da auch immer auf, wieder diese schönen Mädels mit den großen Möpsen da. Wieder muss man Möpse sagen, das ist gut für die Einschaltquote. Ach so. Die dann im Feld stehen. Stimmt. Auf den haben alten die auch. So, ja, ja. So junge Bäuerinnen und sowas. Ja, genau. Weil das Einzige, was von dieser Brauerei jetzt tatsächlich rübergekommen ist, ist... dass sie ihre 4 Bierchen, die sie im Angebot haben, also 3 Biere plus ein Radler, dass sie das sehr traditionell halten. Aha. Traditionell süffig fränkisch hat es geheißen. So. Ja, mehr Infos gab's nicht. Wir trinken halt mal ein Weizen, ne? Wow. Ein fränkisches. Gruß also an den Herrn Bieber. Habe ich jetzt nämlich noch gar nicht gesagt. Dass die ganz total die anderen Gäste, das sind nämlich die Biber-Gäste. Und zwar heißt der gute Mensch Bieberich und da habe ich dann Biber draus gemacht, weil das lustig ist. Ha, 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 ha. Ich lache. Ja, Weizen, also klassisch, heißt also 5,1 Volumenprozent Alkohol und 11,8 Grad Plato Stammwürze. Falls es irgendwer wissen will, weil falls es irgendwer noch nicht weiß. Immerhin stand das da. Standard. Das stand da. Steht nicht überall. Steht. Ah, oh, stimmt, das steht nicht überall. Und das ist gedingstes. Aber schau, wie schön. Schön naturtrüb und sehr sprudelig. Mach mal. Ach so, ich auch. Du musst auch. Was waren die Stammwürze überhaupt? Soll ich jetzt kann mich schon nicht mehr erinnern. Stammwürze war das Zeug. Ja, erzähl. Die andere Definition habe ich schon wieder vergessen. Aha. Das ist das, wenn du vom Bier das Wasser verdampfen lässt. Das, was übrig bleibt. Ja, was bedeutet das für uns? Naja, je mehr du Stammwürze hast, ja, umso mehr hast du Maul voll, wenn du schluckst. Umso breiter ist das Bier, umso voller ist das Bier, umso sättigender ist das Bier, umso dickmachender ist das Bier.
Also muss man mal ein Diätbier erfinden für die Damen. Vielleicht eine leichte, ach ja, nein, leichtes. Ein Diätbier für die Herren, weil inzwischen die sind Herren, die Herren da auch schon, ne? Weil die sind ja genau, die können auch nicht mehr, die müssen jetzt auch das Sixpack und so haben. Ist nicht mehr ein Bierbauch. Stimmt. So wie ich. Du musst halt einschenken lassen Weizen. Ich darf ja überhaupt nicht vor die Kamera, weil du Angst hast, dass die alle das, ne? Und dann, weil ich halt so schneidig bin. Was machst denn du da? Oh, ich muss mal ein Video darüber machen, wie man Weizen einschenkt. Ja, zeig her. Zeig. Guck mal, Christopher, sieht das so aus. Juhu. Ist das schön. Wir trinken dann in 2 Stunden mal. Also Cut dabei. Schöner Schaum. Schöner Schaum. So, nimm weg. Ich probiere jetzt. Ich habe Durst. Ja, dann zum Wohl. Wenn du nicht einschenken kannst. Prost. Mein Schaum geht nämlich auch weg, aber der ist schön anhaltend, muss ich sagen. Sahnig. Also, dann... Prost Bieberich, vielen Dank fürs Bier mitbringen. Prost an deine Kollegen und Kameraden und vielen Dank für sehr schöne, sehr anstrengende Tage. Bis zum nächsten Mal und Prost. Oh, das mag ich. Das ist ein Weizen, wie ich es gern habe. Wenig Banane. Ein Hauch. Aber unreife Banane, grüne Banane. Und ganz viel so Zitrone, Limonade, Orangeade, Limette, ganz viel frisches Zeug drin. Und ganz klasse Kohlensäure. Jetzt probier doch mal. Geht nicht, der Schaum ist noch da. Der probiert nicht. Ja, wenn du so einschenkst, so chattet. Du musst erst den Schaum wegkriegen. Ja, trink den Schaum weg. Der schmeckt, das wird vielleicht sogar dir schmecken. Bin ich mal gespannt. Eine nette Malznote und passt. Also, wenn das... Ja, guck, wie der einschenkt. Das kann ja nichts werden. Wenn das fränkisch süffelig ist, dann Daumen hoch dafür. Gut gemacht. Oh, ich habe auch noch was drin. Haha, das Beste zum Schluss. Gucken, ob es leer ist. Da ist noch der ganze Bodensatz drin. Was mache ich denn jetzt? Ah, nee, da kommt er. Da ist er schon. Weil die Hefe macht schön, oder was? Ja. Naja, vielleicht hilft's. Gell, Biber? Mittagsschlaf machen. Das war's. Das war's. Ah, ja, dann trink jetzt noch einen Schluck. Ja. Trink, trink, Brüderlein, trink. Schaumig. Staubig? Schaumig. Schaumig. Ja. Christopher hat übrigens einen Schnauzbart. Der ist jetzt plötzlich weiß geworden. Ja. Schick. Wir haben jetzt schon 15 Minuten verlabert. Ja. Ein Glück, dass da Ende war im Gelände. Na dann. Aber du cuttest das sehr schön. Cut. Ihr werdet leider... das Pech haben, von mir bedient zu werden. Solltet ihr mal das Glück haben, unsere Gäste zu sein.